Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und habe mich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir von einem Händler kriegen können und dazu sind wir mal wieder hier in Ashkehet und zwar im Nest der Weberin auf den Koordinaten 55, 42 und dort haben wir mehrere Händler. Wir wollen uns heute einmal mit Yamas auseinandersetzen und zwar Yamas der Ernährer und der hat ja die verschiedenen Sachen, die wir kaufen können für die Unterfraktionen von die durchtrennten Fäden. Und zwar mal dann General, Visier und die Weberin. Und wir hatten uns schon die Mounts vom Visier bzw. der Weberin angeguckt. Und jetzt wollen wir uns auch noch das vom General anschauen. Um das Mount kaufen zu können, müssen wir einen Rufrang von 8 von 9 haben. Also sprich auf Verschwörer sein. Oder höher geht natürlich auch. Und dann haben wir hier einmal Erbunterkrabbler. Und der kostet uns einmal 2020 von diesem K oder auch Cash, wie ihr es auch nennen mögt. Genau, das kaufen wir uns. Bei den anderen beiden Fraktionen gibt es übrigens auch bei der vorletzten dementsprechend eins von diesen Krabbler-Mounts. Die hatte ich euch schon gezeigt. Können wir uns jetzt aber auch gleich nochmal ein wenig anschauen. Gut, den haben wir gelernt. Dann geben wir jetzt hier einmal Krabbler ein. Und da seht ihr, die haben auch dasselbe Grundmodell in verschiedenen Farben. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes den Erbunterkrabbler. Das ist das, was wir uns eben gekauft haben. Diese Krabbler-Mounts haben auch immer ganz coole Mount-Emotes. Warte, wir gehen mal hier so ein bisschen auf eine ebenere Fläche. Na gut. Seht ihr das? Eins meiner liebsten Mount-Emotes, muss ich sagen, ist richtig, richtig nice. Das Mount, ja gut, Spinnen ist jetzt auch nicht so mein Fall, aber das Mount-Emote hat auf jeden Fall was. Und ja, natürlich ist es ein Boden-Mount, fliegen kann es leider nicht. Hier jetzt in der Orangen-Variante. Es gibt dann auch noch, wenn ihr diese anderen Ruffraktionen oben habt, also sprich den Visier oder die Weberin, dann gibt es das Ganze noch in Schwarz, beziehungsweise hier in Türkis mit ein bisschen Orangentönen. Genau. Jetzt würde ich sagen, sind wir mit dem Mount vollständig fertig. Jetzt würde ich noch ein bisschen auf den Ruf eingehen. Und zwar, wie könnt ihr den Ruf erhöhen? Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr in Ashkehet einmal die Kampagne spielen, dann die Sidequests absolvieren. Da kann ich das Add-on All the Things empfehlen. Da sieht man auch schön, welche Quests noch offen sind. Dann könnt ihr täglich Worldquests mitnehmen. Diese Worldquests könnt ihr noch ein bisschen verbessern, indem ihr euch einen Vertrag draufhaut. Ich habe jetzt den von Dornegal drauf. Ihr könnt aber natürlich auch hier von der Zone den einmal draufhauen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Rares umzuhauen. Und zwar gibt es Rares, die tatsächlich einmal die Woche jeweils 150 Ruf bringen. Das sind so ja, 10, 15 Stück. Also summiert sich tatsächlich zusammen. Da kann ich empfehlen, das Add-on Handy Notes und Handy Notes The War Within. Da seht ihr dann, welchen Ruf ihr quasi schon für die Woche erhalten habt und was da noch offen ist. Zusätzlich könnt ihr dann auch noch Schätze aufmachen. Die Schätze könnt ihr euch auch im Handy Notes anzeigen lassen. Und die bringen auch pro Schatz nochmal 150 Ruf, beziehungsweise 50 Ruf bei jeder von diesen drei Grundfraktionen. Das ist aber eine Sache, die ihr quasi nur einmal absolvieren könnt. Und dann gibt es hier auch noch die Möglichkeit, Ruf über Delph zu kriegen. Einmal die Woche gibt es 1250, waren es glaube ich, die ihr bei einem Delph-Abschluss noch zusätzlich kriegen könnt. Das waren soweit die Rufquellen und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila und bis dahin. Ciao.